der Kiste. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Machst du mal zu Hause Krach, fliegst du gleich erst auf das Dach. Willst du übern Rasen laufen, musst du dir ein Grundstück kaufen. Diese Mal im Treppenhaus, schmeiß dich gleich der Hauswart raus. Bei uns im Haus kennt sich fast keiner. Ich hab's ja gleich gesagt. Du bist schuld, Otto. Ich? Warum denn ich? Ratz hat schuld. Oh, immer ich, hä? Du hast selbst Schuld, Rübe. Nein, Otto. Nein, Ratz. Nein, Rübe. Nein, du. 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 Nein, da konnte ich überhaupt nichts sehen. Du brauchst vielleicht eine Brille, hä? Ja, brauchst du vielleicht eine Brille? Und der Knoten? Und der Knoten, hä? Ja, der Knoten, der war eben zu dick. Zu dick, hä? Du bist vielleicht hier zu dick. Hier, da. Stimmt, ja. Ich bin nicht dick. Ja, doch. Doch, dick wie ein Luftballon. Ja, hey, soll ich mal reinpieksen? Hier, da geht die Luft raus. Die Luft geht nicht raus, aber ihr. Los, verschwindet. Bitte, bitte, wenn du willst. Aber es ist auch unser Baumhaus. Komm, Rübe. Den lassen wir hier einfach sitzen, ganz allein. Ja, der versauert hier. Geht nur. Ich brauche euch gar nicht. Allein kann ich sowieso viel besser spielen. Hier ist's gemütlich. Nee, da ist es viel gemütlicher. Ihr braucht gar nicht denken, dass ich mich langweile. Ich habe jetzt viel Platz hier. Das ist jetzt mein Baumhaus. Hier ist es noch gemütlicher. Hier stört mich jetzt auch keiner. Keiner da. Tralala, keiner da. Wenn hier keiner ist, dann kann man wunderbar rumdrehen, nicht? Da steht keiner im Weg, was? Du kannst dich nicht so rumdrehen, was, Rübe? Keiner da. Na, sowas Blödes. Wem soll ich's denn jetzt erzählen? Manchmal bin ich gern allein, da kann ich machen, was ich will, kann klettern, toben, spielen und schreien und niemand sagt zu mir, sei still. Da kann ich machen, was ich will. Manchmal bin ich gern allein, da nimmt mir niemand etwas weg, da kann ich spielen, wo ich will, sogar im allerschönsten Dreck. Da nimmt mir niemand etwas weg. Manchmal will ich nicht allein sein, da ist es um mich her zu still, da kann ich flüstern, rufen, schreien und doch hört keiner mir dann zu. Da ist es um mich her zu still. Hey, hallo! Hallo, hört mal her, ich brauche noch paar Freunde mehr.
Los noch mehr Freunde her, los noch mehr Freunde her. Ausgerechnet jetzt ist keiner da. Ich wollte euch doch nur sagen, wie schön es ist allein hier oben. Hey, ihr! Es ist toll allein hier oben! Hey! Wo seid ihr denn? Ich will euch mal eine Geschichte erzählen von unserem Haus in der Zimmermannstraße 12. In der Geschichte spielen viele Leute mit, die hier im Haus wohnen. Hier im Haus wohnt der Hausmeister Tietjen. Der will nicht, dass wir hier vom Haus spielen, weil noch ein Bauplatz ist, sagt er. Dabei ist der Tietjen ja nicht böse zu Kindern, er tut nur so. Das bin ich. Ich bin Sabine Petermann und bin 9 Jahre. So alle paar Wochen will der Tietjen uns von unserem Spielplatz runterschmeißen. Mal da. Dann hängt er sein Schild auf und tut ja ans Böse. Ich hab nur 3 Brüder und 2 Schwestern. Den Stefan und den Dirk. Und den Andreas und die Petra. Der Andreas und die Petra gehen schon arbeiten. Dann ist noch meine Mami und mein Papi und meine kleine Schwester Martina. Und die ist erst 5 Jahre, deswegen geht sie noch nicht zur Schule. Dann wohnen noch bei uns im Haus die Papst. Die haben 2 Kinder, den Bernd und die Silke. Mit die spielen wir manchmal. Nebenan wohnt die Ulrike Fischer mit ihrer Mutti. Die Fischer wohnt Fräulein Tulpe. Die kennen wir ja nicht richtig, die spricht nie mit uns. Ganz oben wohnt der Herr Notnagel. Der kann Kinder ganz gut leihen, deswegen können wir ihn auch leihen. Dann gibt es noch die Hagedorns, die können auch keine Kinder leihen. Den Notnagel können sie auch nicht leihen, vielleicht können sie ja keinen leihen. Eigentlich will der Tietjen auch so spielen wie wir, aber der traut sich nicht, weil er das nicht als Erwachsener darf, denkt er. Die meisten wohnen schon lange hier. Trotzdem kennen sie sich fast ja nicht und besuchen jeden sie sich auch nicht. Vielleicht wollen sie ihre Ruhe haben. Und jetzt erzähle ich euch eine Geschichte aus unserem Haus. Das ist die Geschichte mit dem Päckchen. Das ist nur passiert, weil die Leute sich im Haus nicht kennen. Bei uns ist morgens immer viel los, weil wir so viele sind. Tschüss. Tschüss. Ach du Scheiße. Scheiße sagt man nicht. Stefan, was bist du denn schon? Dirki? Was ist? Mein Deutschbuch ist weg. Echt? Krieg mal deine Mappe nach, das ist bestimmt wieder. Du spinnst, ich habe ja meine Mappe vor kurzem erst aufgeräumt und da ist hinten nichts drin. Scheiße. Scheiße sagt man nicht. Stefan, noch einmal. Mutti. Sabine. Schatz nicht. Oder hast du das Heft wieder nicht, weil du die Schularbeiten nicht gemacht hast? Stimmt doch gar nicht. Seid doch im Mach. Mutti. Hast du mal 5x5 für den Schulausflug? Ach Mensch, Kinder, ihr könnt einen aber auf was löchern. Was hast du? Zahnweh. Hast du heute wieder nicht die Zähne geputzt? Das muss das auch noch sein. Ach Gott, auch das noch. Ich mach auf. Mein, und hier sieht das aus wie bei Hempels am Eck, aber nicht so weit. Mami will nie aufmachen, wenn jemand kommt. Bei uns sieht es so unordentlich aus, sagt sie. Da fallen die Leute ja in Ohnmacht, wenn sie es sehen. Es ist aber noch nie jemand in Ohnmacht gefallen. Mama, der Postbote. Na, mach doch schon auf. Tag. Tag. Kann ich das bei euch abgeben? Hm? Was? Mein Päckchen, das siehst du doch. Ist deine Mutti da? Ich soll dir das geben. Ja.
aber die kann Augenblick nicht. Gut, ja, gibst du das dann bitte deiner Mutti und sagst du, sie soll es weitergeben, ja? Hm, mach ich. Okay. Wiedersehen. Tschüss. Was ganz Tolles drin. Oh, ich möchte auch. Nix ist! Du kommst sowieso schon zu spät. Ab die Post! Na, Heft gefunden? Nee. Ja, wo war's denn? Im Bett. Aha, dann wird der Heidus nachher drüber, nicht? Tschüss. Wenn's bei dir nicht besser ist, gehst du heute Mittag zum Zahnarzt. Tschüss. Von Omi? Ja, bestimmt. Harald Fischer, Köln? Den kenne ich ja gar nicht. Was hat denn der Postbote zu dir gesagt, als er dir das abgegeben hat? Hat der Postbote nicht gesagt, dass es gar nicht für uns ist, sondern für Fischers, weil die nicht zu Hause sind? Weiß nicht mehr. Das Päckchen war aber eigentlich für Ulrike Fischer. Der Postbote hat es nur bei uns abgegeben, weil bei Fischers Kinder da war. Mami war ganz schön böse, weil man das nicht macht, in fremde Sachen schnüffeln. Und dann wollte Mami nicht zu Fischers raufgehen. Sie denkt, Frau Fischer sagt, die Kinder machen bei uns fremde Päckchen auf. Da hat sie die Martina zu Fischers raufgeschickt, dass sie das Päckchen abhebt. Und damit sie sich bei Ulrike Fischer entschuldigt. Ulrike Fischer und ihre Mutti war aber nicht da. Und die Martina wollte das Päckchen nicht mehr zurücknehmen, weil die Mutti doch so geschimpft hat. Und dann hat sie es vor die Tür gelegt, damit, wenn die Ulrike nach Hause kommt, es gleich findet. Lauf nicht so weit weg, Vati kommt gleich zum Mittagessen. Ja, ja. Das ist der Bernd-Papp. Die Silke und der Bernd wohnen nebenan bei Fischers. Der Bernd wusste natürlich nicht, für wem das Päckchen war. Ja,
Der Bernd hat sich aber nicht getraut, was von den Sachen zu nehmen, obwohl sie gut aussahen. Wahrscheinlich hat es seine Mutti auch verboten. Man dürfe ja nicht alles im Mund stecken, was man irgendwo findet. Wo ist Vati? Guck mal, was ich gefunden habe. Zeig mir, was ist denn das? Kann ich behalten. War das offen oder hast du das aufgemacht? Es war offen, ich hab's so gefunden. Ach, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst nicht alles, was rumliegt, einfach nehmen. Leg das wieder zurück, sofort. Das gehört dir nicht. Das gehört irgendjemand, der es liegen gelassen hat. Ich geh nicht immer an fremde Sachen. Los, mach schon. Jetzt kam Bernds Vater und die Silke. Bernds Vater kam immer am Mittags nach Hause und meistens hat er Silke vom Haus getroffen. Hast du den Dreck gemacht? Nö. Das gehört hier nicht hin, vor unsere Tür. Das gehört in die Mülltonnen. Im Hausflur ist dreckig genug. Was andere Leute Kinder machen, geht uns nichts an. Und ich möchte nicht, dass ich wegen euch Schereien hier im Haus kriege. Geht den Kindern hier im Haus mit gutem Beispiel voran. So, und jetzt räumt das weg und ab in die Mülltonnen. Na, hilf ihm! Das, was der Herr Pap zu Silke und Bernd sagt, sagt mein Papi auch immer. Was andere Leute machen, geht uns nichts an. Die Eltern denken immer, die Leute erzählen was Schlimmes über einen. Und deswegen sollen die Kinder immer ordentlich sein und aufräumen. Was ist denn das? Ein Päckchen. Und für wen? Weiß nicht. Oh, guck mal, Karamellbonbons. Hast du schon probiert? Nee. Zeig mir die Puppe. Papi hat gesagt, soll weg. Zeig. Nein. Zeig. Nein. Zeig. Ja. Ich sag's dem Papi. Sagte, hier ist toll. Das soll aber weg hier. Oh, da ist ja auch ein Brief. Toll spannend. Voll schön. Aha. Und hier ist noch ein Koffer. Liebe. Lieber. Mensch, kann man gar nicht lesen. Ist so geschmiert. Zeug einfach ein bisschen zusammen. Dann geht's schon. Oder wir tun in jede etwas. Erst hat der Herr Papp gesagt zum Bernd, er soll's wegschmeißen. Obwohl er gar nicht wusste, was im Päckchen drin war. Da war der Bernd sauer. Dann hat der Bernd der Silke das Gleiche gesagt. Da war die Silke auch sauer. Und nur weil der Papp nichts vor seine Tür liegen lassen will, damit die anderen im Haus nicht über sie reden. Und dann kam der Herr Notnagel, der wohnt auch in unserem Haus. Der hat selber keine Kinder, aber der ist nett zu uns. Na, voll was? Rammelvoll. Sag mal, habt ihr das weggeworfen? So ein schönes Glanzpapier? Ja, das sollen wir wegwerfen. Das da auch? Das gehört uns nicht. Ist das ein Päckchen? Ja, hier ist auch ein Brief. Zeig mal. Donnerschlag. Mal gucken. Liebe Ursula, es grüßt dich herzlich dein Harald. Kennt ihr die? Nö. Na, vielleicht ist jemand bei uns aus dem Haus. Wer heißt denn da Ursula? Weiß nicht.
Ei, guck doch mal an. Ei, 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 ei. Das ist was. Also, wenn er mich fragt, fragt mich mal. Das gehört aber nicht auf den Müll hier. Wisst ihr was? Wir gehen ins Haus und fragen, wem das gehört. Ja? Ja. Ja? Wollen wir? Ja. Ja? Gut, dann gehen wir, ja? Fragen wir doch mal. So, kommt. Wenn der Herr Notnagel nicht gekommen wäre, dann hätte Silke und Bernd das Päckchen doch weggeschmissen, weil der Vater das so gesagt hat. Leider kannte der Herr Notnagel auch niemand im Haus. Dann trafen sie die Hagedorns. Momentchen mal. Ja? Bitte? Ich hab da mal eine Frage. Ja, bitte, was ist? Und? Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber heißen Sie vielleicht Ursula? Ja. Sie? Nein. Allerdings, und? Dann ist das Ihrs. Hä? Ich muss schon sehr bitten, ja. Die Hülle ist zwar ein wenig zu Schaden gekommen, aber der Inhalt, der ist noch unbeschädigt. Bitte überzeugen Sie sich selbst. Also, Siegfried, komm. Gehen wir. Danke. Meine Frau spielt nicht mehr mit Puppen. Allerdings. Sag mal, woher weiß denn der eigentlich deinen Namen? Guten Tag. Habe ich mir gleich gedacht, dass sie nicht mit Puppen spielt. Ja. Der Notnagel dachte, das war wohl nicht. Trotzdem hat er weiter gefragt. Das ist ja nicht schlimm, wenn man ein Päckchen hat, das einen nicht hört. Einen schönen guten Tag. Das ist Fräulein Tulpe. Ich glaube, die kann auch keine Kinder leiden. Die sagt immer, Kinder machen Krach. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie aufhalte. Dies ist hier im Haus gefunden worden. Ist Ihnen vielleicht der Besitzer bekannt? Mit Kindern habe ich nichts zu tun und mit Puppen spiele ich nicht. Ich habe mein Herz nicht unter das Bett geschmissen. Ich bin doch nicht blöd, ich habe einen eigenen Treffen damit. Was tust du? Du lügst! Ja, Mama, was gibt's denn heute zum Essen? Spinat, wie immer. Kinder, hört doch bloß mal mit eurem Getöse auf. Ich sag's ja. Fragen Sie doch bei denen mal, wenn die überhaupt aufmachen. Die Augen werden Ihnen übergeben. Das sage ich Ihnen. Waren Sie denn schon mal drin? Meinst du, ich gucke fremden Leuten in die Töpfe? Ja. Was hast du denn? Zahnweh. Ich will jetzt einmal Ordnung halten. Ach du Schande, das fehlt mir auch noch. Wollen Sie zu mir? Tag, Frau Petermann. Entschuldigen Sie die Störung. Ich dachte nur, gehört dies vielleicht Ihren Kindern? Wie kommt ihr denn da ran? Gefunden! Oh, ich dachte bloß, ich meine, es kann doch schon mal vorkommen, bei so vielen Kindern, dass was liegen bleibt. Na, hören Sie mal, wie meinen Sie denn das bei so vielen Kindern? Mutti meint immer, die Leute denken was Schlechtes über uns, nur weil wir so viele Kinder sind. Oh, wissen Sie, ich dachte bloß, ja, wissen Sie, wenn Ihnen das nicht gehört, Frau Petermann, dann entschuldigen Sie bitte. Gehört doch der Ulrike. Ich hab's extra vor der Tür gestellt, damit sie es findet. Naja, wieso vor der Tür gestellt? Ich hab doch gesagt, du sollst es abgeben. Da war doch keiner da. Und dann hat die Martina gesagt, wie es gewesen war und wie sie das Päckchen vor der Tür gelegt hat. Und der Bernd hat gesagt, wie er es gefunden hat. Und der Notnagel hat gesagt, dass es doof ist, wenn man niemanden im Haus kennt. Und beinahe hätte dann niemand gefunden, den das Päckchen gehört. Und dann sind alle zu Fischers nach oben gegangen und wollten das Päckchen abgeben. Guten Tag, Ulrike. Ist die Mutti da? Tachchen. Mami, ganz viele Leute. Komme. Da hat jemand eine Puppe geschenkt, die Mama ruft. Guten Tag. Guten Tag, Frau Fischer. Nein. Dieses Päckchen ist heute Morgen bei mir für Sie abgegeben worden. Das ist ein Päckchen? Tja, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll, aber... Ich hab's extra vor der Tür gestellt, weil keiner aufgemacht hat.
Guten Tag. Guten Tag. Wo wart ihr denn? Ach, übrigens, der Bernd hat heute Morgen ein Päckchen gefunden. Ich habe mich immer gefragt, wem das wohl gehört. Weiß man, wem es gehört? Ist was passiert? Guten Tag allerseits. Es ist Mittagsruhe. Das Päckchen. Das Päckchen? Das Päckchen? Weiß man, wem es gehört? Das Päckchen! Geklärt, wem das Päckchen gehört? Ich meine, man sollte mal im Haus fragen. Weiß man, wem es gehört? Ja, das war das nicht. Deine Odyssee ist nicht. Die Fischer. Frau Fischer. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie unterbrechen muss. Aber die Hausordnung schreibt eine Mittagsruhe zwischen 1 Uhr und 3 Uhr vor. Und ich möchte doch bitten, dass die eingehalten wird. Es wäre mir sehr unangenehm, wenn sich die Mieter des Hauses Beschwerden tun würden. Mensch, Tietchen. Wir sind doch die Mieter. Wir werden uns doch nicht über uns selbst beschweren. Hat er recht. Ich befolge hier nur die Anweisungen der Baugesellschaft. Weiter nix. Ist ja gut, Herr Tietjen. Ist ja, gut. Das muss man gesagt haben. Ja. Also, wenn Sie vielleicht mit zu mir reinkommen wollen, also... Naja, ich weiß nicht. Wenn Ihnen das nichts ausmacht... Ja, darf ich mich anschließen? Ach ja, gerne. Ja. Ja. Ihr müsst natürlich euren Senf überall zugeben. Na klar. Du Ulrike, bring das doch mal mit. Entschuldigen Sie bitte die Unordnung, aber ich bin gerade erst von der Arbeit gekommen. Na, aber das macht doch nichts. Na, aber das macht doch nichts. Meinen Sie, bei uns sieht's besser aus? Nö, überhaupt nicht. Na, ihr müsst natürlich euren Senf dazugeben. Na klar. Also, wenn Sie mich fragen... Fragen Sie mich mal, bei mir sieht's genau nicht besser aus. Und so kam es, dass wir zum ersten Mal die Fischer besucht haben. Wenn alle Leute sich im Haus besuchen würden und wenn sie sich das trauen würden, dann würden sie sehen, bei denen sieht's genauso aus wie bei uns. Und dann würden sie sich alle viel, viel besser kennen. Und wenn sie sich dann alle kennen würden, dann wäre es bestimmt schöner in unserem Haus. Oh, hey, yeah.